Es sind sogar 8 Kerzen. Davon gibt es insgesamt 8. Das ist schön. Dann gehen wir mal wieder hoch. Und nochmal hoch. Das habe ich nämlich gar nicht gesehen, dass man da noch runter konnte. Vielleicht benutzen wir mal dieses teuflische Beutelchen mit dem Loch. Vielleicht können wir die Maus ja herlocken. Putti, 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 putti. Komm her, kleine Maus. Aber die erstickt doch. Ein verdächtig riechendes Säckchen. Na gut. Ja, das haben wir bereits. Mal gucken, was wir damit alles so Schönes anstellen können. Vielleicht können wir da endlich das Gesicht wegätzen. Oder es halt doch glänzen lassen. Man gönnt sich ja sonst nichts. Mit Chemie alles glänzend halten. Ein extrem glänzendes Schild. Extrem glänzend. Na, mal schauen, wofür das noch nützlich sein könnte. Vielleicht können wir damit Solar-Dinger antreiben, wie auch immer die heißen. Solar? Solar. Sogar Solar. Okay, was müssen wir denn noch weiter machen? Ah, ich weiß, ich lese irgendwo ab. Wir gehen mal hoch zu den Dämonen, die uns ignorieren sollen und nicht angreifen sollen. Ich meine, wir haben ja schon genug erlebt. Mit dem Haken. Da ist ein Haken an der Sache. Was das jetzt eigentlich genauer bringt, weiß ich leider auch nicht. Wer weiß. Vielleicht nochmal ein kleines Gesprächchen mit den Dämonen. Entschuldigung? Oh ja. Na, mit den ersten wollen wir es nicht übertreiben. Oder doch. Probieren wir es mal. Zurück, Dämon! Ich bin ein mächtiger Zauberer! Oh, wirklich? Wirklich! Schön für dich. Das hat ja richtig viel gebracht. Wir brauchen ja übrigens die Namen der Dämonen. Mal gucken, ob wir die rausfinden können. Spiegel! Spieglein, Spieglein an der Wand! Sag mir bitte die Namen der Dämonen. Brauchst du meine Dienste? Und ob ich die brauche? Zeige mir das Labor im obersten Stock. Da geht's gerade rund. Wie bitte? Das ist doch nur die Stufenburg. Ich möchte Gerald und Max ausspionieren. Wenn du unbedingt willst, bitte. Versuchen wir es mal. Was passiert denn da jetzt? Warum bist du so nun nervös bei Fremden, Belchgrabbit? Wärst du das nicht mit so einem Namen? Snogfondel ist doch auch nicht viel besser. Wahrscheinlich nicht. Belchgrabbit und Snogfondel, ich habe genug gesehen. Danke für deine Hilfe, Spieglein. Okay, ich glaube, wir haben die Namen der Dämonen. Dann gehen wir nochmal hoch und können ja nochmal mit den beiden reden. Die Namen sind mir jetzt selber entflohen. Reden wir doch mal. Entschuldigung? Oh ja? Im Zauberkampf bin ich unschlagbar. Das ist sehr beeindruckend. Wahnsinnig beeindruckend und wahnsinnig dämlich. Entschuldigung? Oh ja? Warum bleibt ihr hier, wenn ihr unzufrieden seid? Sieht so aus, als hätten wir eigentlich keine Wahl. Sordid wird uns nicht gehen lassen. Tja, was ist denn Sordid überhaupt für ein Typ? Alle sagen ja, der ist so richtig
mächtig und böse und hat vielleicht Kalypso in seiner Gewalt. Aber fragen wir doch mal die Herren Dämonen, was sie über Zordit erzählen können. Bitteschön. Was ist Zordit überhaupt für ein Typ? Er will, verstehst du, das Universum beherrschen. Stimmt doch, oder? Ja, Mann. Ich glaube, die Eltern sind schuld. Na klar, die Eltern. Die Eltern. Die Eltern sind an allen schuld, das ist wohl richtig. Wie will er das denn machen? Diese faszinierenden Statuen da unten sind nicht nur Dekoration, mein Kleiner. Zordit hat alle, die sich ihm in den Weg gestellt haben, einfach in Stein verwandelt. Aber total. Jetzt sind sie eigentlich nur schön anzusehende Hutständer. Hutständer, absolut. Er hat das aus einem Buch. Ja, Hutständer. Ich hätte auch gern diese Stimme, die ich jetzt gerade ausspreche. Okay, Diese Statuen waren einmal Menschen. Sie sind immer noch lebendig, technisch gesehen. Sie sind nur zu Briefbeschwerern umgeschult, weißt du? Briefbeschwerer, jawohl. Oh! Mach dir keine Sorgen. Solange er in der Badewanne ist, bist du sicher. Ich weiß nur nicht, wie lange. Badewanne? Okay. Ich habe Angst. Ich habe Angst vor einem Zordit in der Badewanne. Hallo Pussy. Das sagen wir nicht. Ich bin im Auftrag des Herrn unterwegs. Total falsch. Zordit hat ihn wahrscheinlich im Erdgeschoss. Macht auch nichts, denn wie du weißt, die einzige Möglichkeit raus ist der Teleporter. Und ich werde mich hüten, dir zu sagen, wie er funktioniert. Ach, wir flehen mal darum. Oh, bitte! Nein. Ganz nettes Bitte. Ganz nettes Bitte. Nein. Bitte, 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 bitte. Was habe ich dir denn getan? Wir sind Dämonen, wir arbeiten nicht für gute Leute, weißt du? Gute Leute? Nein, tun wir nicht. Das sieht man eindeutig bei Dungeon Keeper. Ja, mal gucken. Warum benutzt du denn nicht den Teleporter? Wir haben's versucht, funktioniert irgendwie nicht mit Dämonen. Wir brauchen einen mächtigen Zauberer, der uns zurück in die Grube schickt. Boy, Grube. Wir sind ein mächtiger Zauberer. Also, wir müssen mit diesem Argument entgegenkommen. Oh, in Englisch würde sich das bestimmt sehr gut anhören. No problem. I, Simon, the Sorcerer, will rescue you. Ich weiß nicht, mein Englisch ist nicht so gut. Ich schäme mich dafür. Ich werde üben, versprochen. Großes Ehrenwort. Okay, mal gucken, was können wir dir denn auswählen? Kein Problem. Ich, Simon, der Zauberer, werde euch retten. Entschuldige meine Zuversicht, oh Mächtiger, aber du bist noch nicht mal ein normaler Zauberer. Wir sind wenigstens so gekleidet. Und warum glaubst du, dass ich kein Zauberer bin? Ich habe schon ein paar Zauberer gesehen und alle waren fette, chemikalienbespritzte, zerstreute Idioten. Was? Totale Idioten. Hä, was ist das Idioten bezeichnen? Swag? YOLO? Nee. Okay, das ist ein sehr schlechtes Argument, der ist gerade mal 15. Ach du Scheiße. Leichtgläubig gewesen. Ich reise in Verkleidung. Es ist sinnlos zu diskutieren. Wenn du wirklich ein Zauberer bist, dann schick uns in die Grube zurück und wir sagen dir dann, wie das mit dem Teleporter funktioniert. Boah, ey, Teleporter. Teleporter.
Teleporter! Okay, ich brauche nur ein paar Sachen. Wir fangen wohl besser schon an zu packen, oder? Zu packen, jawohl! Tja, können wir denn den Teleporter so nicht verwenden, oder? Ich fasse das Ding nicht an, bevor ich weiß, wie es funktioniert. Fresse jetzt. Dann müssen wir nochmal mit den Dämonen sprechen. Die müssten es ja eigentlich am besten wissen. Immerhin brauchen die ja vor dem Teleporter. Und ja, solche Leute passen ja meistens auf bestimmte Dinge auf. Ich bin's wieder. Alles klar dann? Kleinen Moment noch. Muss noch kurz was klären. Prima, wir können's kaum erwarten. Kaum erwarten, ja. Ja, kaum erwarten. Das ist mir irgendwie sympathisch. Ja, wir sind's wieder. Ich bin's wieder. Alles klar dann? Hier ist nicht zufällig noch ein wenig Mäuseblut? Tut mir leid, haben wir alles für unsere Fingersuppe gebraucht. Schnapp dir einfach eine lebende Maus und schon bist du bedient. Bedient, aber total. Total. Kleinen Moment noch. Muss noch kurz was klären. Prima. Wir können's kaum erwarten. Kaum erwarten, ja. Tja, scheinbar wollen die immer noch nicht rausrücken, wie der Teleporter funktioniert, und haben wir nicht letztens irgendwie eine Maus gefangen? Das hat er so schnell gemacht, also Ein Mäuseloch? Ja, da müsste doch irgendwann eine Maus rauskommen. Nur warum kommt da keine raus? Müssen wir da im richtigen Moment im Beutelchen da etwas raussuchen oder wie? Weil so lange möchte ich jetzt nicht warten. Das würde ja die Zeit sprengen. Anscheinend sind wir wirklich kurz vor Schluss, so wie ich das sehe. Immerhin sprechen die von Sordid, die haben schon mal Sordid gesehen. Ich weiß nicht, ob wir nochmal mit den Dämonen nochmal was besprechen können. Ich bin's wieder. Alles klar dann? Nein, wir können nichts weiter mit dem besprechen. Kleinen Moment noch. Muss noch kurz was klären. Prima. Wir können's kaum erwarten. Kaum erwarten, ja. Kaum erwarten. Ja, schauen wir uns mal aus. Ich finde die sympathisch. War da nicht gerade eine Maus? Müssen doch irgendwie diese Maus schnappen. Was macht denn der? Ein verdächtig riechendes Säckchen. Können wir dann nochmal ins Loch greifen? Und wie bitte soll ich das anstellen? Mit der Hand reingreifen. Das ist doch ganz einfach. Ach, warte mal. Mal schauen, jetzt müsste doch die Maus reagieren auf die Socke. Oder auf das Beutelchen. Ah, das sieht schon besser aus. Huch, ja, wir haben eine Maus. Ein kleines, quiekendes Ding, das Käse mag. Diese Lunge mit der Maus. Heute, wie wir Mäuseblut ernten. Das ist Peter Lustig. Ich bin's wieder. Alles klar dann? Nur schnell ein magisches Quadrat hier hinmalen. Hier, du kannst meine Kreide haben. Was ist das denn für ein Symbol? Das scheint irgendwas zu machen. Na, dann kann's ja losgehen. Rock'n'Roll! Ich bin beeindruckt, sehr beeindruckt.
Das könnte sogar eventuell funktionieren. Funktionieren, ja. Okay, Bübchen, jetzt sage ich dir, wie der Teleporter funktioniert. Super. Drücke einfach auf den roten Knopf, auf dem Selbstzerstörung steht, und sage der Maschine, wo du hin willst. Leider nur eine Hinfahrkarte. Ohne Passwort kommst du nicht mehr zurück. Passwort, jawohl. Und das wissen wir auch nicht. Was ist das denn für ein Scheiß? Uah, gruselig. Und los geht's, Kleiner. Okay, versuchen wir's mal. Okay, den Selbstzerstörungsknopf drücken. Aha. Er versucht zu sagen. Zabak, Zin, Zan, Xenok, Jarmak, Zock. Klingt russisch. Oh, scheint so, als müssten wir hier... Okay. Wow, das hat richtig gekitzelt. Hoffentlich hat es funktioniert. Wir wollen's hoffen. Sag ich doch, sehr kinderfreundliches Spiel. Selbst die bösen Wörter wie schö wurden zensiert. Das ist übrigens meine Selbstkreation der Zensierung. Roter Knopf, ich sehe keinen roten Knopf. Aber ich glaube, wir können jetzt zum Teleporter.